In Niederösterreich, in Krems, kam es im Bereich der groß angelegten Baustelle von Rastenfeld zu einem Unfall. Kurz vor 8 Uhr stürzte der Bus auf der B37 bei Rastenfeld von einer Brücke. Laut Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich gab es einen schwer und zwei leicht Verletzte. Auch Kinder sind unter den Opfern. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich laut Gutlederer um den Chauffeur des Fahrzeuges. Der Mann sei vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum St. Pölten geflogen worden. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Es soll aber laut Polizei vor dem Absturz zu einer Berührung mit einem Kfz gekommen sein. Der Bus ist daraufhin etwa 4 Meter in die Tiefe gestürzt.